mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vorm Durchdrehen. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Endlich mal all meine Waffen wieder. Jetzt kipp. Klar, komm. Tja, Pech gehabt. Aua. Aua. So, Versuch 1. Gescheitert. Bleib ja weg von mir. Ich hab mein Stäbchen belebt. Ich hab es belebt, haha. Oh Gott, das überlebe ich nie im Leben. Zurück. Mein Schutz hat sich gerade verpflichtet. Lass mich ja in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich sag, lass mich in Ruhe. Aha, Kopfschuss. Guck. Ist das ein bisschen Munition? Was sind das für Kerle? Ah! Alter, hier liegt noch die Shotgun. Jetzt geh ich aufs Maul, Kumpel. Komm her. Aua! Nein! Na, so knapp. Okay, jetzt müsste ich hier den Mission schwert alles besser. So, kommst du her, komm her. Komm her, du gehst jetzt drauf. Aua. Ja, toll. Du kannst mir schnurzpiepiger. Ich will jetzt bloß aus diesem Irrenhaus hier raus. Okay. Nichts passiert. Lass dich in Ruhe. Weg mit dir. Okay, dann geht er mir so ein bisschen auf die Nüsse, auf die Nerven. Ich
klar. Nachladen. Jetzt. Genug Pistole. Alles mitnehmen, was es gibt. Ja, Alarm. Nee, nicht noch mal so ein. Habt ihr nichts getan? Hui, und der nächste ist weg. Das ist auch ein schöner Lauf. Ich hab euch immer noch nicht getan. Ihr schießt mich gerade zuerst, damit ich euch nicht miteinander. Ich wurzel euch gleich per Pfeil. Nein. Wieso haben die diese ganzen Einsatzschilder her? Na komm her. Das war's. Oh, Baldurs Knie. Erinnert mich gerade nur so ein bisschen an Skyrim. Vielleicht kennt's einer. Wachen immer sagen, ich war auch für ein Abenteurer. Ging nur nicht mehr, weil er einen Baldurs Knie gekriegt hat. Kann ich die mitnehmen? Nein, Menno. Der hat doch in einer Waffe gekillt. Oh. Der hat doch einen ganz kleinen in der Klatsche. Ich habe Ruhe. Na, ich kann sie dagegen, dadurch kommst du nicht. Na, Kumpel. Hui. Kein Schritt mehr. Autsch. Das war's mit dem Versteckspiel. Jetzt bist du fällig, Liebchen. Hoppala. Geht doch auf Absicht. Neue Modifikation. Granatenwerfer. damit werde ich, glaube ich, meinen Spaß haben. Ich würde sagen, das ist doch ein schöner. Ja, genau! Lauf, ihr dreckigen Mistkerle! Hat er gesagt, ich würde sagen, jetzt speichere ich mal wieder. So, wir sind in der nächsten Folge von Let's Play Tomb Raider. Bis dann, Leute. Ciao! Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Hier ist wieder der Darkhan und wir legen uns direkt mal wieder los. Wie ihr seht, letztes Mal war ich dahinter. Aber ich habe ja auch da gespeichert hier. Aber irgendwie hat das nicht mitgekriegt, hat einfach hier ein paar Meter davor gespeichert. Schießt sich das eben noch mehr kaputt. Sieht auch gute Idee. Hat sie das Ding ja. Ihr lasst sie jeden Schritt auf dem Boden rumliegen, ihr Nervensägen. Dass du oben geht mir gehörig auf die Nerven. Au, kaputt. Ey. So, wartet, das ging kaputt. Bis zum Treffen. Das
Nee. Guter Witz, ich und schießen. Na. Ich verarschen? Klar, Alter, wo hast du denn? Alter, meine Trefferquote ist echt minimal. Klar, der zweite. Alter, kann ich versterben? So, ja klar. Den treffe ich vom anderen. Oh Scheiße. Ah! In Ruhe. Lass mich in Ruhe. Headshot. Ich glaube, die wissen es. Oh Gott, das war grad schlecht. Eieiei. Jetzt habe ich... Ne, habe ich überhaupt nicht gesehen. Die Granate ging ja voll in die Hose. Nein, 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 nein! Das wollte ich nicht. Mist. Fängt das wieder gut an, die Folge. Och, ja, Mensch, ja. Alles wieder von vorne machen. Hä? Ach so. Hä? Ich will das Gewehr... Halt, ich kann direkt mal nachladen. Jetzt macht's Boom! Genau, Granatenwerfer, lauf! Da. Ich nerv mich. Ich nerv mich. Stirb. Endlich. Hat lange gedauert. Was? Ich hasse diese. Ja, ich mag die Typen, die Dynamit werfen, viel lieber. So. Weg mit dir. Aua. Oh, Sprung! Okay, gleich mit der Pistole bin ich bisschen präziser. Oh Gott, wo kommt der her? Nein, nein, nein. Stirb, stirb. Die Kampfmusik hört nicht auf. Wo ist denn noch einer von euch? Von euch, die Dreckskerle. Kommt raus. Kommt raus. Kommt raus. Wo immer ihr seid. Bin ich der Einzige, der das gerade hier sieht? Den Einbrüchen hier an. Ja, Moment mal. So, hier bin ich wieder. Hier hat eben noch gebackt und eben hier. Hier standen eben noch Fässer und hier lag eben, glaube ich, auch keine Leiche. Ich muss nochmal ab dem verschlossenen Tor da hier nochmal irgendwie neu machen. Weil irgendwie jetzt alles rumgehängt hat. Und auch wenn eine hängende Aufnahme hat, niemand Lust. Und ich denke, die Granaten aufsammeln. Nein. Granaten. Ich will mehr Granaten haben. Wow. What the hell? Ich will nicht weitergehen. Das hat sich nicht nett angehört.
Nicht der hat dann gehört. Und das Ufer, da hinten ist ein Lagerplatz. Noch mehr? Oh, komm ich nur zum Mappen. Vielleicht soll ich jetzt mal erstmal die Granaten Aufnahmefähigkeit erhöhen. Pumpgun! Waffenmodität. Schützengraben, Schrotflinte zum... Nee, Waffenmodifizieren. Schützengraben, Schrotflinte zu Pumpgun. Das hört sich doch schön an. Pumpgun gemeistert. Das trainiert ja noch mehr eins auf die Mütze. Oh yeah. Das wird mir gefallen. Aber erst mal gucken, was kann man hier denn? Nein. Ja, nein. Okay, jetzt hätten wir ihn jetzt nicht freischalten. Nein, brauche ich nicht. Ja, das weiß ich noch nicht. Vielleicht das hier? Also kann ich was hier drauf hinauslaufen, aber überleben war ich da nicht gerade schon. Nee, das lässt leicht. Nein. Also es wird Jäger war ich ja. Also es wird sich jetzt hier drauf aus hier weichen, also ausweichen, Ausweichkill. Weichen Sie leicht gepanzerten Feinden aus und attackieren Sie sie im Nahkampf, um sie auf der Stelle zu töten. Wenn ich Glück habe, bezieht sich das auf diese blöden Einsatzschild, Schutzschild. Doofbrote. Da kann ich die ausweichen, kriegen direkt die Kletterachse ins Gesicht. Dann habe ich nicht mehr so viel mit denen zu kämpfen. Oder um diesen komischen, ganz fetten Juggernaut, die sich irgendwelche Metallplatten vor die Brust geschnallt haben. Ja, es ist gut so. Ohne Helm. Ach so, okay. Erst Helm wegschießen, dann klappt's, okay. Man könnte ja auch den Pfeil logischerweise durch das Kuckloch stechen. Wäre aber so eine Anmerkung von mir. Und jetzt wird sich erstmal die schöne Pumpgun angeschaut. Pumpgun, zeig mir die Pumpgun her. Ich weiß nicht, wie sie es schafft, aber irgendwie... Schrotflinten Update, also mir gefällt... Ist grandios? Was hätten wir hier noch? Brandmunition. Modifizierte Laufspritze, die Projektile mit einer entzündeten Substanz drängt. Ah, das Riesenfang. Ja, das hört sich doch gut an. Nein, brauche ich nicht. Da reibt sich hier. Da reibe ich mir jetzt die Hände. Da freue ich mich schon drauf, auf das Ausprobieren. Jetzt haben wir natürlich einen Granatenwerfer. Ja, kann Granatenwerfer auch besser. Jetzt brauche ich nicht. Habe ich schon.